Ja, haben Sie euch die Frage schon mal gestellt, ob es einen Gott gibt, Robin? Ja. Ich muss dir vielleicht auch noch sagen, ihr seid beide in einem christlichen Umfeld aufgewachsen. Wie seht, das ist vielleicht die beste Frage jetzt für euch, wie seht bei euch Spiritualität, schwieriges Wort, heute aus? Ich glaube, Spiritualität im Sinn von menschlicher Connection ist bei mir sehr, sehr wichtig. Für präsent sein, achtsam, mhm, zu schauen, hey, was trage ich raus, meine Nächsten eben auch zu lieben. Mhm. Das heisst, die nächste Liebe ist bei mir schon auch wie auch ein Thema. Mir selber zu lieben lernen. Das heisst, wie, ich glaube, einfach ein bewusster Umgang mit der Zeit, die wir hier haben und zu den anderen Menschen, die wir begegnen, ist spirituell sehr wichtig für mich. Ruhe, meditieren, Natur, das sind wichtige Stichworte für mich. Wie sieht das bei dir aus, Timon? Ich habe mir die Frage natürlich auch schon oft gestellt, weil wir halt ständig in die Kirche gegangen. Ich habe mich, das in Vorbereitung auf heute, habe ich mich auch so gefragt, ich wusste, dass so Fragen werden kommen, und habe mich gefragt, ja, wieso habe ich denn eigentlich nicht mit Kirche gehen wollen. Und ich glaube, es war für mich so eine Gefühlsfrage. Ich habe dort immer ein bisschen mitgemacht, wo man mitmacht. So im Nachhinein, weil du halt so aufgewachsen bist, ja, und es war klar und logisch. Und ja, man hat es echt gemacht, aber für mich hat es so ein bisschen wie eine Distanz gehabt, dass ich das Gefühl, das alle davor reden, habe ich mich immer gefragt, so, ja, wann kommt es? Wann kommt's? Und es ist nicht gekommen. Und jetzt ist Spiritualität für mich ist halt immer noch das Gleiche, was wir von dort mitbekommen haben, auch mit Liebe und Gutes machen in der Welt. Ich beschäftige mich auch mit Achtsamkeit oder wie kann ich ein besserer Mensch sein gegenüber anderen. Und das ist so ein bisschen für mich Spiritualität, aber irgendwie losgelöst von Religion oder den klaren Strukturen, die man da kennt. Ja, ja. Was würdet ihr dann sagen, ist der Sinn vom Leben? Hey, keine Ahnung. Still in the process. Für das zu verstehen. Hat es etwas mit Liebe zu tun? Weißt, ihr habt jetzt bald gesagt, ja, der Umgang mit den Menschen, geht es um die Gemeinschaft vielleicht oder um die Liebe? So zum Erklärungsversuch. Ich glaube schon, dass sich alles ein bisschen um die Liebe herum soll und muss drehen. Mhm. Ich glaube schon. Ja, ich glaube, ich bin halt auch immer noch offen, für zu schauen, was kommt. Ich meine, es ist schon sehr weird, dass wir hier sind. Das ist wirklich sehr komisch und darum vielleicht bin ich dort so ein bisschen, wie nennt man das, Agnostiker, oder dass ich denke, ja, vielleicht hat es etwas, aber ich weiß es noch nicht. Ja, ja. Ist dann das Ziel vom Leben, immer glücklich zu sein? Ich glaube nicht, dass das sehr einfach möglich ist. Ich glaube schon, dass es möglich ist, so, wenn du jetzt in deine Hölle gehst und den ganzen Tag echt nur dich mit dem beschäftigst. Dann gibt es ein paar Beispiele vielleicht auf der Erde, die ich davon irgendwie gelesen habe, oder so, wo das vielleicht haben mögen. Aber jetzt in einem Menschen, der den Weg gleich ein bisschen gehen will, im Alltag, dann ist ja das Ganze immer glücklich sein. Ja, eine kleine Illusion, weil die Sachen sich ja auch immer unverhofft werden, entwickeln und man nicht alles kann steuern kann. Und das heisst, das Ziel ist nicht immer nur glücklich zu sein oder glücklich, dass einem glückliche Sachen passieren, aber immer besser zu werden, mit wie ich darauf reagiere, wenn mir etwas entgegenspielt. Wie gehe ich damit um? Wie fest tangiert es mich? Mhm. Das kann man sich verändern. Und so möchte ich immer besser werden. Ja, finde ich auch. Also wir können ja alle, wir sind sicher alle einig, dass es niemanden gibt, der nicht mindestens einmal traurig ist. Klar. Bevor er stirbt. Würde ich jetzt auch unterschreiben. So, ja. Nur glücklich sein geht ja nicht. Mhm. Aber auf eine Art glaube ich schon, dass man sein Leben viel mehr in eine Richtung entwickeln kann, dass man immer wie mehr, vielleicht wenn man es nicht Glück nennt, sondern Gleichmut oder Klasse kann es sein. Und dann, wenn man es irgendwann schafft, überall so ein bisschen mit einer gewissen Liebe und mit einer Gleichmut eben zu reagieren, dann ist das ja wie auch ein Glück. Also Entspanntheit ist ja ein Glück, aber oder du kannst auch wie traurig sein,
und gleich noch wissen, es hört dann auf und hoffnungsvoll sein. So ein das glaube ich schon, dass man das machen kann. Hat es auch ein Stück mit Dankbarkeit zu tun? Oder was würdet ihr sagen? Sicher. Dankbarkeit kultivieren ist glaube ich, sehr ein wichtiges Tool, für besser mit seinem eigenen Leben zu schlagen zu kommen und das Währenddem zu genießen. Für was sind ihr dankbar? Für den Tee. Ah, ich für den Rebel. Für dich auch, Andy. Oh. Ja, genau. Für die Music Love. Für euch, da, die zuhören, hey, super geil. Ja, für alle, die das hören. Ja, wir haben uns alle gerne. Nein, also nein, sicher auch weißt, also, der Frieden, den wir hier haben. Oder die Privilegien, die ich da mein ganzes Leben lang geniessen durfte. Das geht mir ja hören gut. Mhm. Ich war nie richtig krank gewesen. Ernsthaft. Oder? Mhm. Ich musste nie Angst haben, dass ich sterbe. Ja. Für das bin ich sehr dankbar. Ich glaube, wir können dem ja eh nicht gerecht werden, jetzt in diesem Podcast, das alles auszusprechen. Aber wir können es als einen kleinen Auszug aus dem Katalog sehen. Genau, logisch. Genau. Klar. Ich bin dankbar für das Gipfel auf der Fahrt dahin. Das länger. Das glaube ich dir. Etwas Gutes im Magen. Was tun dir gut für euch? So im Alltag vielleicht auch. Seit dem Tiny House mache ich verzichte auf Alkohol und Zucker. Und das läuft? Das, bis aufs Gipfeli in der Fahrt. Genau, ja, shit, ich habe vorhin schon beichtet. Es hat ja eine kleine Menge Zucker in dem Gipfeli auch gehabt. Bei der Raststätte heute Morgen. Aber das ist sicher etwas, was ich gut zu machen. Weil dann, also, es war nie viel gewesen. Man hatte immer ein Zucker gehabt und hat noch ein Bierchen am Abend nach dem Arbeiten. Und dann habe ich gedacht, okay, hey, jetzt ist mal cut. So Zeug tut mir wirklich gut, weil es irgendwie der Körper ist mit meiner Psyche ja genauso verbunden. Das heisst, ich fühle mich dann auch tatsächlich energetischer und dadurch zufriedeniger. Regelmässig schlafen ist auch nicht schlecht. Und die Liebe, die wir vom Üben vorhin geredet haben, dass wir die Liebe üben, das tut einem ja auch gut. Das ist ja etwas, was ich nicht nur für die anderen, sondern auch für mich mache. Klar. Was noch? Hey, ich mache jetzt das Gleiche auch. Er hat mich dann noch gezwungen, die Challenge mitzumachen mit dem Alkohol. Stimmt, nein. Nein, aber er hat es vorgeschlagen und ich habe dann gefunden, doch, das ist wieder mal eine super Idee von Robin. Und der ganz körperliche Aspekt ist genau das, was er sagt. Da versuche ich mich auch immer mehr darauf zu achten. Auf Bewegung, mit dem Hund spazieren, Sport machen. Und ich habe auch sehr gerne Zeit für mich. Das finde ich, das tut mir gut. Ich daheim können sein. Oder das Beste, was ich mit der Partnerin mache, ist, dass wir immer am Sonntag versuchen, wirklich gar nichts fix zu haben. Und dann machen wir uns eine Liste mit was, das wir erledigen wollen. Und was nicht. Also auch so gutes Zeug und auch Zeug, wo man denkt, mal, das können wir jetzt gleich noch schnell erledigen. Das ist echt so ein wahnsinnig erholender Tag. Ja, ja. Das finde ich super. Sie sind so cute. Schön. Hey, danke für euren persönlichen Einblick. Und mehr Gespräche und Sendungen über Themen rund um Gott und Welt, das gibt es auf erfmedia.ch. Music Loft. Entdeck Schweizer Musik und hilf mit, dass wir weiterhin können Popmusik aus der Schweiz mit Podcast und Akustik-Session vorstellen. Jetzt mitfördern auf musicloft.ch.